Hallo und herzlich willkommen zurück auf diesem Kanal. Heute schauen wir uns dein heutiges Horoskop an. Wir gehen auf den Verlauf ein und betrachten die Planetenkonstellation. Auf diesem Kanal werden täglich Horoskope und Inhalte zur Astrologie hochgeladen. Um nichts davon zu verpassen, abonniere diesen Kanal kostenlos. Los geht's! Waage, heute wirst du einen Schub an körperlicher Kraft und Stärke erleben. Du kannst dich selbst überraschen, indem du mühelos schwere Gegenstände hebst oder körperlich anspruchsvolle Aufgaben mit Leichtigkeit erledigst. Es ist an der Zeit, die innere Stärke, die du besitzt, zu erkennen und anzunehmen. Scheue dich nicht, diese Kraft anderen zu offenbaren, es gibt keinen Grund, sie länger zu verstecken. Nutze diese große Stärke und mach dir deine Fähigkeiten zu eigen. Der heutige Planetenaspekt schärft dein Bewusstsein für gesundheitliche Belange. Es ist auch eine Zeit, in der deine persönliche Kraft einen deutlichen Schub erfährt und verschiedene Aspekte deiner Persönlichkeit, sowohl positive als auch herausfordernde, stärkt. Da andere Transite Dramen oder unruhige Emotionen mit sich bringen können, ist es wichtig, dass du dein Gleichgewicht hältst und dich auf deine Gesundheitsroutine konzentrierst, vor allem durch Sport. Körperliche Aktivität kann dir in turbulenten Zeiten helfen, dich zu zentrieren und zu erden. Der heutige Tag ist eine gute Gelegenheit, ein Projekt voranzubringen, das dir schon länger im Kopf herumschwirrt. Zögere nicht länger, sondern mache die ersten Schritte zur Verwirklichung deiner Ziele, auch wenn sie zunächst klein erscheinen mögen. Die Energie ist zu deinen Gunsten und treibt dich in deinem Vorhaben voran. Vielleicht stellst du fest, dass sich deine Wünsche bis zum Maximum steigern und sich fast in ein Gefühl des Bedürfnisses mit einem großen N verwandeln. Es ist zwar ganz natürlich, dass du dich nach bestimmten Dingen oder Erfahrungen sehnst, aber pass auf, dass du dich nicht zu sehr auf etwas fixierst. Wenn du dir etwas so sehr wünschst, kann das ungewollt Hindernisse schaffen, die dich daran hindern, es zu erreichen. Bleib achtsam und ausgeglichen in deinem Streben und achte darauf, dass dein starkes Verlangen dein Urteilsvermögen nicht trübt. Heute ist ein entscheidender Tag für dich, denn die Himmelsausrichtungen markieren einen bedeutenden Wendepunkt in deinem Lebensweg. Lass dich von den Winden der Veränderung mitreißen, die neue Chancen und unerforschte Wege mit sich bringen. Zeige Mut und Entschlossenheit, wenn du dich auf unbekanntes Terrain begibst, und sei bereit, dich den Herausforderungen zu stellen, die vor dir liegen. Vertraue deinem Instinkt und sei offen für das Unerwartete, denn dieser transformative Moment birgt das Potenzial, verborgene Potenziale zu erschließen und deine wahre Bestimmung zu offenbaren. Nimm diese himmlische Veränderung an und erlaube ihr, dich in eine hellere und erfülltere Zukunft zu führen. Auch wenn der Mond im Wassermann dich vorsichtig macht und du dich vielleicht sogar defensiv fühlst, solltest du dich damit trösten, dass eine kleine Pause am Horizont steht. Wenn du deinen Charme und dein Mitgefühl nutzen kannst, wirst du diesen herausfordernden Tag mit Anmut und Ausdauer meistern. Bleibe stark in deiner Kraft und bleibe dir selbst treu, selbst inmitten emotionaler Intensität. Abschließend, Waage, erkenne und nutze deine körperliche Kraft und Stärke, die du heute besitzt. Achte auf deine Gesundheit und dein Wohlbefinden und sorge dafür, dass du durch körperliche Bewegung ausgeglichen und zentriert bist. Ergreife die Gelegenheit, deine Projekte und Wünsche voranzubringen, egal wie klein die Schritte auch erscheinen mögen. Achte auf deine intensiven Wünsche und verfolge einen ausgewogenen Ansatz, um selbst auferlegte Hindernisse zu vermeiden. Nimm die transformative Energie des Tages an und lass dich von ihr in eine erfülltere Zukunft führen. Bleib dir selbst treu und sei offen für das Unerwartete, denn du weißt, dass du die Kraft und die Widerstandsfähigkeit hast, alle Herausforderungen zu meistern. Wenn du dich von den ermutigenden Botschaften, die wir in unseren täglichen Horoskopen vermitteln, angesprochen fühlst, laden wir dich ein, unseren Kanal zu abonnieren und Teil unserer Gemeinschaft zu werden. Wenn du unseren Kanal abonnierst,
verpasst du nie wieder die kosmischen Ratschläge, die deinen Tag erhellen und dich auf deinem Weg zur Größe inspirieren können. Und vergiss nicht, einen Daumen hoch zu drücken, um deine Wertschätzung für die positive Energie zu zeigen, die wir in dein Leben bringen wollen. Dein Interesse beflügelt nicht nur unsere Leidenschaft, sondern hilft auch, die kosmische Weisheit an andere weiterzugeben, die sie brauchen. Außerdem freuen wir uns, von dir zu hören, also hinterlasse einen Kommentar und lass uns wissen, wie die Sterne dich heute leiten. Lasst uns gemeinsam diese kraftvolle kosmische Verbindung nutzen und die Welt mit Positivität und Liebe erhellen. Danke, dass du ein Teil unserer himmlischen Reise bist. Nun ziehen wir zwei Tarotkarten und gehen auf die Bedeutung für den Tag ein. Lassen wir uns auf die Geheimnisse ein und vertrauen wir darauf, dass die empfangenen Botschaften uns zu Wachstum und Verständnis inspirieren werden. Die Karte der Liebenden steht für Liebe, Partnerschaft und Harmonie. Diese Karte deutet darauf hin, dass du heute ein starkes Gefühl der Verbundenheit mit anderen erleben wirst, sei es in einer romantischen Beziehung, einer Freundschaft oder einer Partnerschaft. Sie steht für eine Zeit, in der du die Liebe umarmst und die Bindungen zu deinen Mitmenschen vertiefst. Die Karte der Liebenden ermutigt dich, Entscheidungen aus einem Gefühl der Liebe und Einheit herauszutreffen. Sie erinnert dich daran, Harmonie und Gleichgewicht in deinen Beziehungen zu suchen und die Schönheit emotionaler Verbindungen zu schätzen. Neben den Liebenden haben wir die Sechs der Schwerter. Diese Karte steht für den Übergang, das Weitermachen und das Finden von Frieden. Sie steht für eine Zeit, in der du die Vergangenheit hinter dir lässt und dich auf eine ruhigere und friedlichere Zukunft zubewegst. Die Sechs der Schwerter lädt dich dazu ein, den Prozess des Übergangs anzunehmen und emotionalen Ballast loszulassen, der dich vielleicht belastet. Sie erinnert dich daran, dass du ein Gefühl des Friedens und der Heilung finden kannst, wenn du das zurücklässt, was dir nicht mehr dient. Die Liebenden und die Sechs der Schwerter bilden zusammen eine Kombination aus Liebe, Harmonie und dem Potenzial für emotionale Heilung und Wachstum. Die Liebenden betonen, wie wichtig tiefe Beziehungen zu anderen sind, während die Sechs der Schwerter die Notwendigkeit unterstreicht, die Vergangenheit loszulassen und einer friedlicheren Zukunft entgegenzugehen. Nimm heute die Energie der Liebenden an, indem du deine Beziehungen pflegst und dich um Harmonie und Einigkeit mit den Menschen bemühst, die dir wichtig sind. Bringe Liebe und Wertschätzung für die emotionalen Verbindungen zum Ausdruck, die du hast. Gleichzeitig verkörpere die Energie der Sechs der Schwerter, indem du emotionalen Ballast aus der Vergangenheit loslässt und dich auf den Prozess des Übergangs einlässt. Finde Frieden, indem du zurücklässt, was dir nicht mehr dient, und blicke in eine ruhigere und gelassenere Zukunft. Diese Deutung steht für einen Tag der Liebe, der emotionalen Heilung und des Potenzials für Wachstum. Mach dir die Energie der Liebenden zu eigen, indem du die emotionalen Verbindungen, die du mit anderen hast, feierst. Nutze die transformativen Qualitäten der Sechs der Schwerter, wenn du die Vergangenheit loslässt und dich auf eine friedlichere und harmonischere Zukunft zubewegst. Denke daran, Entscheidungen aus einem Ort der Liebe und Einheit herauszutreffen, und sei offen für den Prozess der emotionalen Heilung und des Wachstums. Wenn du die Qualitäten der Liebenden und der Sechs der Schwerter kombinierst, kannst du den Tag mit einem Gefühl der Vertiefung von Verbindungen, emotionaler Befreiung und dem Potenzial, Frieden und Gelassenheit in deinen Beziehungen und deinem Leben zu finden, meistern.